Ich freue mich sehr, dass ihr so zahlreich hier erschienen seid. Ich freue mich sehr, heute unsere Panelisten begrüßen zu dürfen. Ich fange mit der Dame an, Jenny Görlich vom OWM, Leiterin Digitales. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist ja nicht nur eine Verbandsvertreterin, sondern du bist auch selbst aufgrund deiner eigenen Karriere, du bist erfahren, du warst selbst Digitalleiterin einer Direktversicherung. Das ist ja auch kein einfaches Geschäft. Das heißt, du weißt, wovon du sprichst. Herzlich willkommen, Jenny. Hallo. Dann machen wir in der richtigen Reihenfolge weiter. Nico Winkelhaus von Leiter Digital Marketing, ist das richtig, von Payback. Genau, hallo. Herzlich willkommen. Zwei Münchner, Julian Simons von der Mediascale und von dem Trading Desk. Wie heißt euer Trading Desk? Prex. Prex, Programmatic Exchange. Sehr schön. Und gleichzeitig auch, glaubt, Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender beim BVDW im Bereich Programmatic Advertising. Ich glaube, das ist auch richtig. Ein erfahrener Mann. Herzlich willkommen. Und dann machen wir hier weiter mit Hamburgern. Daniel Skoda von dem unabhängigen, ich glaube, ihr positioniert euch als unabhängiges Trading Desk von Adlicious. Ist das richtig? Hallo, genau. Wir sind eine unabhängige programmatische Mediaagentur. Ah, guck. Sehr schön. Herzlich willkommen. Und Benjamin Bunte von Performance Media, auch hier aus Hamburg. Herzlich willkommen. Moin. So, ich bin Erik Siegmann von Digital Forward. Ich darf euch hier heute durchführen und ich wurde gebeten, eine kurze Einstimmung zum Thema Trading Desks und den Herausforderungen, die im Zusammenspiel mit Trading Desks und Agenturen stattfinden, so als Impuls zu geben. Und wir haben gerade schon mal kurz drauf geguckt. Wir haben mal ein paar Stimmen gesammelt, was gerade so auf der Advertiser-Seite, aber auch auf der Media-Agentur- und Trading-Desk-Seite an Meinungen und an Gerüchten und Vermutungen existieren, wo das, wir wollen ja auch ein bisschen kontrovers sprechen, wo das Dilemma, sofern wir von einem sprechen können, denn eventuell liegen könnte. Magst du auf die Slides umschalten, auf den großen? Zack, sehr gut. Dankeschön. Einige Stimmen, wir fangen natürlich mit den Advertisern an. Und auch hier nochmal vorweg gesagt, das hat nicht den Anspruch, vollständig zu sein. Wir wollen auch nicht, jetzt noch nicht diskutieren, ob diese Bedenken berechtigt sind oder nicht. Also das wollen wir gleich diskutieren. Wir haben im kurzen Vorgespräch schon alle gesagt, dass das alles Stimmen sind, die wir so schon mal erlebt haben, dass es diese Meinung gibt. Und deshalb wollen wir da mal kurz drüber gehen. Das erste Thema, die Stimme eines Advertisers aus dem FMCG-Bereich. Wir kennen, also ich kenne persönlich die Quellen. Die sagen, wir haben erhebliche Schwierigkeiten, den Wert der Leistung von Agency Trading, das hier mit ATD abgekürzt, zu bestimmen. Für uns ist das gerade, auch in den Procurement-Prozessen, befriedigt das leicht halt so die Anforderungen, die wir da haben, aber im Grunde nähern wir eine Blackbox, deren Wertbeitrag und auch den Wertbeitrag wir mehr oder weniger blind vertrauen müssen. Das ist etwas, was immer wieder gekommen ist, eine häufige Stimme, dass das Dilemma zwischen im Programmatischen im Allgemeinen Kosten versus Wert, Procurement-Abteilungen sind zu oft auf diese Herausforderung nicht ausreichend eingestellt. Und bei Blackboxen, das muss man mal sagen, wenn kontrovers über ATDs gesprochen wurde in den Interviews, die wir geführt haben, bezogen sich nahezu alle Advertiser auf den non-disclosed Teil von Trading Desk. Also, muss man vielleicht nochmal ganz deutlich sagen, es ging da nicht primär darum, um das, was Trading Desk als Managed Service machen, die weitestgehend transparent sind, da kann man auch drüber streiten, ab wann beginnt eigentlich die Transparenz, Stichwort Buying Pools etc. Aber hier ging es vor allen Dingen, das muss man deutlich sagen, nicht um die Managed Services Geschäftsmodelle, sondern um die non-disclosed. Das ist, glaube ich, bei diesem Zitat hier besonders wichtig zu sehen. Ein E-Commerce-Advertiser, der seine Buying- und Bewertungskompetenz zu 100% in-house ausführt, hat zu dem Thema Agency Trading Desk dieses Statement hier rausgelassen und hat gesagt, er sieht im Grunde zwei relevante Konflikte, Zielkonflikte von Trading Desk.
Das eine ist, wer bestimmt denn überhaupt den richtigen Wert dieser Veredelungsleistung durch die Agentur, so ein Kombinationsprodukt? Was ist eigentlich der faire Wert? Wo ist eigentlich die Grenze für die Aufschlagskalkulation? Das ist so ein Thema, was man immer wieder kriegt, und sagen, wenn du der Einzige bist, der diesen Wert bestimmen kannst und du als Abnehmer dieser Leistung nicht nachvollziehen kannst, was vielleicht Grenzerträge sind oder weitere Potenziale, dann hast du da eine gewisse Herausforderung. Also wodurch wird die Agenturmarge bestimmt oder wenigstens gedeckelt? Und ein zweiter Punkt, den ich fast noch interessanter fand oder genauso interessant fand, ist die Frage, wem gehören die akquirierten oder gewonnenen Daten, also die geschaffenen Daten? Der Agentur oder dem Advertiser oder in dem Fall der agentureigenen Plattform oder des Veredelungsgerüstes. Und die Sorge hier war, wie können wir verhindern, dass ich auf meine eigenen Inventare, über meine eigenen Cookie-Pools immer wieder mein eigenes Inventar selbst zurückersteigere und oder, dass mein Wettbewerb auf meine Cookie-Pools, meine veredelten, durch meine Spending-Leistung gewonnenen und veredelten Datenpools auf mein eigenes Potenzial mitbietet. Das ist ein Dilemma, technisch nicht ganz trivial, also technisch nachzuvollziehen, nicht intuitiv erschließbar, aber wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, durchaus eine Befürchtung, die man haben kann und die gar nicht so selten ist. Geht in die gleiche Richtung, eine sehr ehrliche Aussage. Bei uns versteht niemand ausreichend, was Trading Desks überhaupt fachlich, inhaltlich machen. Und er hat gesagt, das fängt in der Fachabteilung an und das geht über die technischen Verfahren und natürlich auch Datenschutz und auch vertragsseitige Nachvollziehbarkeit. Das fand ich ein ganz, fast offensichtliches Statement, deckt sich also mit meiner persönlichen Erfahrung. Ich selbst habe viel zu kämpfen, um alle Neuerungen, alle Verfahren nachzuvollziehen. Wenn ich die Vertragsbedingungen sehe, die manche Anbieter ihren Advertisern vorschlagen, so vorsichtig zu sagen, dann sage ich, okay, da musst du jetzt viel Kraft reinstecken, um das nachvollziehen zu können. Und diese Kraft oder auch diese Vorerfahrung ist natürlich bei vielen Advertisern gar nicht vorhanden. Aber die Ehrlichkeit in diesem Statement ist vor allem darin noch, dass er sagt, das Transparenzproblem beginnt schon erstmal bei uns, bei unserer, also advertiserseitigen Fähigkeit, diese Verfahren überhaupt richtig beurteilen zu können. Noch dichter ranfalten. Okay. Das ist eine angelsächsische Stimme aus der Welt der Auditoren, die im Grunde ja schon länger beklagen, dass in diesen Verträgen, aus welchen Gründen auch immer, das können wir gleich diskutieren vielleicht, eine Nicht-Auditierungsklausel immer wieder stattfindet. Geht in die gleiche Richtung, wenn keine Auditierungsmöglichkeit oder wenn der Anbieter explizit darauf hinweist, dass diese Leistung, die er bringt, nicht auditiert werden darf, also von dritten Parteien verifiziert werden darf, dass es dann natürlich keine Möglichkeit gibt, die Werterbringung und auch die Margengrenze zu bestimmen. Das ist auch etwas, was nicht ganz neu ist, aber immer noch nicht weg ist. So, jetzt wollen wir auf die andere Seite gucken, die Mediaagenturen und Trading Desk. Eine häufige Stimme, gesagt, wird ja keiner gezwungen, Non-Disclosed-Inventare zu kaufen und sagen, hier, das ist eine Stimme, die sagt, nachvollziehbar, aus meiner Sicht, ich will es versuchen, nicht zu bewerten, Trading Desks sind eine sinnvolle Ergänzung in einem Mediamix, meistens stehen sie ja nicht ganz alleine und viele unserer Kunden sind auch gar nicht in der Lage oder willens, das personell, technisch und organisatorisch auch wirklich selbst inhaltlich zu begleiten. So. Und deshalb schon vom Risiko, von der Risikobereitschaft, diesen Prozess selbst zu übernehmen oder selbst enger zu begleiten, mal ganz abgesehen. Dann etwas, was in dieses Zusammenspiel aus Procurement- und Vergaberichtlinien geht. Die Media-Pitch-Bedingungen heute von vielen Advertisern ermöglichen oftmals nur dem Non-Disclose-Modell eine wirkliche Chance. Das ist klar, das ist das alte Thema. In dem Moment, wo die Procurement-Abteilung zu sehr auf Fee und absolute Kosten betrachtet, ist die Möglichkeit für den relativen Wert, sich da durchzusetzen in so einem einfachen Vergabe, im Auktionsverfahren, einfach nicht möglich. Und die Advertiser,
haben von ihren eigenen Bewertungsstrukturen, in ihren Vergaberichtlinien im Grunde die Rahmenbedingungen geschaffen, dass diese Non-Disclose-Modelle sich eher durchsetzen als alle anderen. Klar, sind deutlich schwerer und komplexer zu bewerten und sehen kostentechnisch auf der reinen Kostenebene nicht immer besser aus. So, und letzte Stimme aus der Mediaagentur, und dann wollen wir in die Diskussion einsteigen. Jemand, der aus, das ist eine angelsächsische Quelle, die gerade noch gesagt, naja, das ist ja ein bekanntes Phänomen. Jeder, der den Börsenkurs der WPP in letzter Zeit verfolgt hat, da können wir ja schon fast Mitleid haben, aber es ist ein bekanntes Phänomen, dass gerade im digitalen Space die Rohmarge aus Agentur-Holding-Perspektive nicht gerade besser geworden ist. Da kann man jetzt total Mitleid haben oder einfach noch gucken, wo sind denn überhaupt noch Profitpools zu generieren, und da ist es laut seiner Meinung hier ein offenes Geheimnis, dass das noch der helle Fleck im Portfolio von Mediaagentur Holdings ist und dass das eine der Möglichkeiten ist, wieder Margen zurückzugewinnen, die sie in den letzten Jahren kontinuierlich abgegeben haben. So, das ja, war, und das sagt jemand öffentlich? Naja, es gibt ja immer noch das, also ich kann jedem nur empfehlen, die WPP-Analystenkonferenzen von Sir Martin Sorrell der letzten 5 Jahre, also insbesondere in der Strecke von 2008 bis 2013, sich anzuhören. Da hat er ja schon damals sehr öffentlich gesagt, dass sein Trading Desk einer der größten Margenbringer überhaupt ist. Jetzt kann man sagen, Marge ist ja an sich nichts Schlechtes. Die Advertiser-Welt sagt ja halt nur, dass es einen berechtigten Teil für Marge geben muss. Also öffentlich sind diese Stimmen, ich würde sagen, jetzt in letzter Zeit nicht mehr, aber es gibt sie noch. Also ich kann euch nur empfehlen als Quellen, guckt euch DigiDay an, die amerikanische Ad-Age-Version im digitalen Space oder die Confessions-Serie auch aus DigiData. Aber du hast recht, das ist nicht wirklich öffentlich. So, jetzt wollen wir in die Diskussion einsteigen und ich sitze auf dem Mikro, das ist gut. Vielen Dank, dass du mich davor bewahrt hast. Danke, Julian. Ja. So dein spontaner Eindruck auf diese Statements. Sind da Dinge dabei, die du nachvollziehen kannst? Oder anders gefragt, sind da Dinge dabei, die du gar nicht nachvollziehen kannst? Ich würde anders anfangen. Ich habe die Diskussion von vorher, die wir vielleicht waren einige auf der Mainstage, wo ja ein Advertiser gesprochen hat, sehr genau verfolgt, und ich glaube, es gibt zwei Themen, die aus meiner Sicht, über die es zu diskutieren gilt. Das eine Thema, was auch in diesen Statements immer wieder vorkam, ist das Thema, wir verstehen es auf Advertiser-Sicht eigentlich gar nicht. Und deswegen fühlen wir uns eigentlich irgendwie, naja, also nennen wir es jetzt mal über den Tisch gezogen, und müssen es aber trotzdem in irgendeiner Form nehmen, weil unser Procurement da dahinter steht. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die erlebe ich auch relativ häufig als jemand, der auch einen Trading Desk sozusagen in unserer Agenturgruppe mitverantwortet. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt etwas, wir hatten diese Diskussion vor 5 Jahren oder so auf der D3Con, anderer Ort, etwas anderes Podium, aber ähnliches Thema. Und ich glaube, wenn man sich jetzt anhört, was die Maike Abel da von Nestlé gesagt hat, dann ist das genau der richtige Weg. Und dieser Weg, der findet aber ehrlich gesagt aus meiner Sicht auch noch ein bisschen langsam statt. Ich glaube, es ist aus Sicht der Advertiser ein großes Feld, auf der einen Seite klar zu machen, wo darfst du als Agentur dein Geld verdienen. Und da gibt es sicherlich kein Schwarz oder Weiß. Also da wird es immer Schattierungen geben, womit darf man was verdienen, was ist sozusagen, was sind Themen, die in einem Vertrag mit abgebildet sind oder nicht. Diesen Vertrag schließen zwei, da ist der Advertiser mit dabei. Und auf der anderen Seite glaube ich, und da kann ich jetzt nur für mich sprechen und für unser Haus, ist es wichtig, Transparenz darin zu geben, was da drin ist. Also ich glaube, es ist fair enough, dass Agenturen Produkte bauen, wenn sie die ganz klar als auch ein Produkt definieren, und wenn der Mehrwert dieses Produktes am Ende für den Kunden ersichtlich ist, dann ist es, glaube ich, fair enough, dieses Produkt anzubieten, dieses Produkt dann auch entsprechend zu bepreisen und am Ende mit einem Kunden gemeinsam zu entscheiden, möchtest du es haben oder nicht. Aber sozusagen
Auf der anderen Seite ist es eine ganz klare Anforderung, die auch Agenturen stellen, zu sagen, wir wollen auf Augenhöhe mit einem Kunden darüber diskutieren, was brauchst du, um deine Ziele zu erreichen? Was bist du bereit dafür zu bezahlen? Und wie weit ist sozusagen das Modell dann am Ende so möglich, dass man eben in eine größere Transparenz gerade bei solchen Produkten auch kommt? Ich bin da ein großer Fan davon. Ich glaube, die meisten Kunden, mit denen wir das so machen, sehen das auch. Wir fahren eigentlich bei uns kein Non-Disclosed-Modell, sondern wir fahren so ein Halb-Disclosed. Also wir sagen, wo das dann läuft, weil ich glaube, das ist elementar. Aber es ist einfach, es sind zwei Ebenen und da müssen sich beide bewegen. Grundsätzlich zu sagen, das ist irgendwie Blödsinn, so etwas zu tun, da stehe ich einfach nicht dahinter, weil am Ende, und das ist für mich sozusagen so die Leistungskomponente, am Ende ist es wichtig, dass diese Produkte ja dann auf Basis einer KPI-Betrachtung gegenüber einer anderen Planung funktionieren müssen, sonst werden diese Produkte auch nicht mehr in einen Plan kommen. Also wenn ich jetzt ein Media-Verantwortlicher auf Advertiser-Seite sehe, dann habe ich hoffentlich eine Form von Reporting, die mir ausspuckt, wie gut funktionieren die einzelnen Bestandteile meines Plans. Und da muss dieser Bestandteil Agency Trading Desk Produkt funktionieren. Wenn er das nicht tut, wird kein Advertiser dieser Welt das weiter haben wollen. Gruppe Advertiser dieser Welt, die Nico, du oder du und Payback, ihr habt ja das datengetriebene Marketing schon praktisch in eurer 1.0 DNA eingebaut. Das ist ja euer Geschäftsmodell. Wie seid ihr im Display Marketing aufgestellt? Nutzt ihr solche Trading Desks in irgendeiner Form? Wir müssen bei uns trennen, so ein bisschen in zwei Dimensionen. Das eine ist Payback tatsächlich seit 18 Jahren, machen wir eigentlich nichts anderes als Data-Driven Advertising. Früher sehr, sehr Print getrieben über Print-Coupons und Direct-Mailing. Dann jetzt mittlerweile auch digital und dort können wir quasi alles Permission-basiert, Login-basiert durchmessen und auch nutzen an Daten. Wir haben auf unserer eigenen Reichweite quasi die Nutzererlaubnis von Post-View-Display-Ad-Einblendung in der Mobile-App beispielsweise bis hin zum Offline-Abverkauf alles durchmessen zu können. Weil am Ende des Tages auch, wenn ich die App nicht nutze, sondern nur die Payback-Karte am POS, bin ich ja trotzdem eingeloggt in dem Sinne. Das heißt, da nutzen wir quasi in unserem eigenen System alle Daten, die wir haben können und sind da eigentlich auch einer der größten Publisher. Also die App ist Nummer 3 in Sachen Usage nach Amazon und eBay, was die Shopping-Apps angeht. Umgekehrt in der Paid-Media-Welt sieht es komplett anders aus, da dürfen wir eben überhaupt keine Daten nutzen. Sprich, die Einwilligungserklärung, die wir haben von den Nutzern, erlaubt uns quasi auf der eigenen Welt ganz, ganz viel, in der externen Welt gar nichts. Ich kann nicht mal unterscheiden im externen Performance-Marketing zwischen Männlein und Weiblein, sondern muss da komplett mich auf externe Daten verlassen. Und da sind wir tatsächlich in einem transparenten Modell aufgestellt. Wir sind jetzt nicht der größte Advertiser in Deutschland, so wie irgendwie in der Größe eines Nestlés, sondern haben ein kleines Online-Marketing-Team in-house, was so ungefähr 60% der Spendings über Agenturen macht und 40% selbst und total agnostisch vorgeht. Also wir sagen nicht eine Agentur, hier ist das Jahresbudget, schick am Ende des Jahres einmal die Rechnung und zwischendurch mal ein paar Reportings und dann läuft das schon. Sondern am Ende sind wir sehr performance-getrieben, schauen immer auf den ROI und sind am Ende des Tages in einem anstrengenden Modus, jede Woche die Kampagnen zu optimieren. Performance Media, also der Ben ist quasi unser wesentlicher Partner für Display, aber in einer transparenten Form. Der Ben hier. Ja. Für Display, die machen das meiste für uns im Bereich Display Advertising, aber auch da eben in einer transparenten Form. Und dann kann ich schon verstehen, wenn ich nur aus einer Procurement-Sicht drauf schaue, dass ich irgendwie 2% Agenturkosten habe, dass dann eine Agentur davon nicht leben kann, ist klar. Und am Ende des Tages ist auch eigentlich jedem klar, jeder Praktikant, der bei einem Online-Vermarkter angefangen hat, weiß irgendwie nach 6 Monaten, was Kickbacks sind. Insofern muss da irgendwie mehr drin sein. Sprich, wir müssen schon versuchen, in ein sehr, sehr transparentes Modell zu gehen mit den Agenturen, ohne uns zu lange zu committen, sondern immer wieder die Agenturen auf neue challengen und auf Augenhöhe mit denen diskutieren und die Entscheidung fällen, sodass sie eher eine verlängerte Werkbank sind für uns und wir theoretisch
jeden Tag entscheiden könnten, ach, morgen machen wir es selbst, aber opportunistisch eben sagen, naja, da macht die Agentur Sinn, da macht die Agentur Sinn, braucht aber auch halt ein Inhouse-Team, was auf Augenhöhe diskutieren kann und tatsächlich auch die technischen Feinheiten und auch so ein bisschen die Margenprodukte, die dann in der ganzen Kette dann dranhängen, auch verstehen. Vielen Dank. Die, Jenny, du hast vor einiger Zeit eine flammende Rede auf einer ähnlichen Fachkonferenz gehalten, wo du dir mal so richtig deine Wünsche vom Leib geredet hast, was die natürlich die Rolle der intransparenten Marktteilnehmer angeht, aber du hast auch deutlich gesagt, was auf eurer Seite, auf der Advertiser-Seite passieren muss. Was ist denn seither so passiert? Sind schon viele deiner Mitgliedsunternehmen schon so weit wie Nico, dass sie in der Lage sind, diesen Prozess procurement-seitig, also von der Steuerung und Bewertung, so wirklich schon eng in die Manndeckung zu nehmen? Oder was ist dein Eindruck, wo die Industrie da auf der Advertiser-Seite heute steht? Zweierlei dazu. Also A, fehlt mir hier noch die Aussage, ob mit Trading Desks auch gearbeitet wird auf Agenturseite und ob es tatsächlich eine Transparenz gibt, welchen Wertbeitrag das leistet. Also Transparenz ist ja das eine, das darf ich mir angucken, ich darf mir Reportings ziehen, die mit mir sprechen, klar, aber inwiefern wird eine Rückkopplung gemacht, sozusagen, ob das berechtigt war, dieses Produkt dazwischen zu schalten. Ne? Also das sind immer noch so... Meinst du das jetzt in Nikos Richtung? Ja, ja, genau. Ich hatte also so verstanden, dass ihr keine Trading Desks einsetzt. Also wir nutzen in dem Sinne die Mieter-DSP von Performance Media in einer transparenten Art und Weise und nicht in einem Non-Disclosure. Okay. Das erklärst du dann gleich, wie das funktioniert. Gerne. Sehr gut. Okay, danke. Genau, und ich glaube, dann kann ich nämlich so übernehmen und sagen, das ist auch der gangbare Weg, wo sich viele hin entwickeln möchten. Von diesen ganzen Zitaten kommt man natürlich aus allen Himmelsrichtungen das wahnsinnig bekannt vor. Wir haben unsere berühmte AG Digital, wo mittlerweile regelmäßig 25 Unternehmen am Tisch sitzen. Und ich kann nur so viel sagen, es gibt ein wahnsinniges Gefälle natürlich. Und das ist... natürlich teilweise dem Stuffing dort in den einzelnen Unternehmen geschuldet, dafür können die dann auch nichts, aber was wir glauben, und das ist ja das, was wir als OWM können, als Bündelung, ja, dass wir sagen können, was wir aber erwarten dürfen von Agenturen, ist, dass sie ihre Rolle wahrnehmen, die Zielfunktion des Advertisers tatsächlich mitzuverfolgen und keine eigene zu haben. Also sie sind von uns beauftragt, eine Kampagne ins Leben zu rufen, die möglichst eine Werbewirkung erzeugt. Ich muss es nochmal so ganz platt runter sagen. Und das wird oftmals einfach vergessen, dass das der eigentliche Auftrag ist. Du meinst den Zielkonflikt, den die... Absolut. Ich kann es verstehen. Also es wurde jetzt auch schon gesagt, dass auch eine Agentur Geld verdienen muss. Da ist aber die Frage, ob ich mich nicht lieber für eine offene, transparente Vergütung entscheiden kann, als dass ich sage, okay, wenn ich eine Marge von unter 2% haben möchte, muss ich in Kauf nehmen, dass sie mit einem Trading Desk irgendwie etwas tun, wo ich vielleicht keine Draufsicht habe, was sie damit noch verdienen. Also das finde ich schon ziemlich wichtig, aber das obliegt natürlich jedem Werbungtreibenden selbst, wie er das für sich regelt. Und wir sehen auch, dass es sehr verschieden geregelt wird. Ich kann da immer nur verweisen, also unsere OWM-Mitglieder sind wahnsinnig begeistert von unserem OWM-Mustervertrag. Da steht auf unfassbar vielen Seiten, was man alles richtig machen kann und das ist ein wahnsinniger Reibungsprozess. Du hattest das auch schon erwähnt. Da auch wirklich dieses Maximalmaß an Transparenz durchzubekommen in den einzelnen Verträgen. Aber das kann ich nur empfehlen. Also Vertrag ist, wie sage ich immer so schön, Verträge sind für Kriegszeiten da. Wenn alles gut läuft und man sich gut fühlt und die Transparenz da ist und man gut mit der Agentur kann, braucht man das nicht. Es kommt in dem Moment zum Tragen, wo ich das Gefühl habe, na, ich hab mir jetzt mal euren Jahresabschluss angeguckt und ich habe das Gefühl, ihr verdient nicht an der Beratung mit mir, sondern an anderen Dingen viel mehr. Wie kommt denn das? So, spätestens da habe ich ein Fragezeichen und ich glaube, sowas muss gelöst werden, dass die Rolle der Agentur, und das ist ja auch das, was ich da letztes Jahr ganz klar nochmal gesagt habe, die Rolle der Agentur muss wieder deutlich mehr an der Seite des Werbungtreibenden sein. Das ist der Berechtigungsschein meines Erachtens, weil sonst kommen wir ganz schnell in solche Fahrwasser, dass wir halt Consultancy-Firmen haben, die das ganze Trading-Geschäft auch ins Auge gefasst haben, dass das sexy ist, dass man damit Geld verdienen kann. Das haben nicht nur die Agenturen entdeckt. Und da gibt es dann halt so einen Verschiebebahnhof, fast schon eine Plattentektonik seit ein paar Monaten, Jahren. Ich weiß nicht, ob die schlussendlich gesund ist. Das würde ich in Frage stellen. Ich kann es noch nicht endgültig beantworten. Ist auch, wie gesagt, viele einzelne Agenturen entscheiden sich ja auch im Moment anders und sagen, wir gehen ein transparentes Modell ein. Das begrüßen wir natürlich sehr. Aber wir haben auch
auch da wieder das Problem, dass Agenturen von Transparenz sprechen, sogar große Netzwerkagenturen wählen PR-technisch dieses Wort, meine aber damit was ganz anderes. Also das heißt, wir haben auch noch ein definitorisches Problem zum Thema Transparenz. Und es ist für mich wirklich schwer zu glauben, wenn grundsätzlich in Verträgen immer noch irgendwelche Media Buying Pools oder Trading Desk Geschichten rein verhandelt werden, die jedes Auditrecht absprechen. So. Und solange das ist und aber auf der PR-Schiene von Transparenz gesprochen wird, ist für mich unglaubwürdig. Da werde ich gleich noch ein paar Fragen an dich haben, aber ich würde einmal noch kurz die Runde, vielen Dank, Jenny, die Runde mal komplett machen wollen, sonst kommt ihr hier gar nicht mehr zu Wort, aber vielen Dank für eure Geduld. Ich mache jetzt trotzdem erstmal der Reihenfolge weiter. Daniel, was muss denn ein Werbetreibender tun, um von seinen Dienstleistern nicht beschissen zu werden? Also es waren jetzt sehr viele Punkte, ich wollte ja jetzt auch schon ein paar Mal fast reinspringen. Du hast ja da ein sehr extreme Beispiele auf deine Slides gehauen. Sind die extrem oder manche haben mir gesagt, die das vorher so gesehen haben, mit denen ich das durchgespielt habe, gesagt, das ist gang und gäbe. Jenny, sag mal, sind das extreme Beispiele gewesen? Nö. Also ich finde das, also je nachdem, auf welchen Stuhl ich mich gedanklich setze, kann ich alles, habe ich alles schon mal gehört und kann ich sogar nachvollziehen. Also wir sitzen ja hier auf dem Advertiser-Stuhl. So, und das Ding ist ja, es wird da nicht ausreichend deutlich drüber gesprochen. Also im Vier-Augen-, im Sechs-Augen-Gespräch, jeder Advertiser, Nico, du nickst, aber in einer Tiefe, manche große FMCGler sagen, dass der Grund, warum sie ihre Agenturbeziehung neu organisiert haben, im Grunde dieser intransparente Ursprung, diesen Ursprung zugrunde hatte. Und deshalb weiß ich nicht, ich will einfach nur da Klarheit drüber haben, ob das jetzt die Extrembeispiele sind, weil bei den Advertisern sind diese Stimmen mehr oder weniger der Status quo. Die Zuspitzung hast du da drauf gepackt. Also die Punkte, die sind alle da. Also hat jeder schon mal mitbekommen. Du hast ja auch gesagt, im Markt ist einiges nicht gesund. Das bringt es ja auf den Punkt. Aber in der Zuspitzung, wie es hier steht, der eine Advertiser, der sagt, er ist im kompletten Blindflug, weiß überhaupt nicht, was ihm sein Trading Desk bringt. Das ist ja sicherlich eine extreme Stimme, wo man sich mal fragen muss, wie kann das denn sein? Entschuldigung, okay, ich will dann kurz so einhaken, wir haben so einen wie den Pitcher, der tourt seit, also Procter & Gamble ist ja kein irrelevanter Advertiser, die auch gerade das amerikanische Äquivalent des OWMs, die ANA, kommuniziert ja auch schon lange drauf. Die kürzen, also die gehen, ich glaube, da geht das Pendel noch weiter, die kürzen mal eben substanzielle Digital-Spendings über alle Kategorien, weil sie sagen, es hat keinen Wertbeitrag. Wir hatten letztes Jahr oder vorletztes Jahr die Diskussion mit Müllermilch, die auch sehr, also kann sie über den polemischen Teil, kann man sich überstreiten, aber es gibt doch viel Misstrauen. So ist es die Frage, ich will nur Klarheit haben, reden wir von einfach nur einem Extrem oder reden wir von etwas, was immer wieder auf der Advertiser-Welt, egal, es kann auch sein, dass der Advertiser da selbst dran schuld ist, also Stichpunkt Procurement-Regeln. Ich will nur Klarheit haben, ob wir hier ein Nischenphänomen haben oder ob das nicht ein Grunddilemma ist, in dem sich heute Vielzahl der Advertiser heute bewegen. Es erscheint so, ne? Also ein Misstrauen ist da und das ist sicherlich auch berechtigt und gut an der Stelle. Da gibt es sicherlich auch Groundwork zu leisten, was ihr gerade macht mit dem Mustervertrag. Du sagst, das ist was für Kriegszeiten. Also ich finde durchaus, so ein Vertrag gehört ganz essentiell dazu. Also wir haben, wie gesagt, diese Slides gesehen mit Punkten, wo man eigentlich aufschreien muss. Was sind das für Aussagen hier? Wir haben das jetzt so ein bisschen teilweise weich geredet. Ich glaube, das können Agenturen leider ganz gut, diese Themen dann auch mal weich zu reden. Die Fragen, die sich hier widerspiegeln, sind ja letztlich die: Woran messe ich meine Agentur? Du sagst ja, wie kann ein Advertiser sicherstellen, dass er nicht beschissen wird? Das ist auch erstmal eine Frage von Mindset. Also kritisch zu sein, ist erstmal gut an der Stelle. Viel zu hinterfragen, ist erstmal richtig an der Stelle. Advertiser haben sicherlich auch nicht alles richtig gemacht. Wenn sie die wunderbaren Märchengeschichten von künstlicher Intelligenz, die teilweise im Markt verbreitet wurden, da so geglaubt haben, das sind sicherlich auch Hypes entstanden, die sicherlich auch nicht ausreichend hinterfragt wurden, immer an jeder Stelle. Und insofern ist es eine gute Entwicklung, dass da auch ein gewisses Misstrauen entsteht. Wir sind uns natürlich alle einig, dass künstliche Intelligenz wahnsinnige Chancen bietet, zur Effektivität und von Effizienz von Kampagnen natürlich maßgeblich beiträgt. Das steht ja völlig außer Frage.
Aber auf der einen Seite gab es so eine starke Bewegung, dem allen zu vertrauen, und jetzt sind wir in der Phase des Misstrauens. Und das ist ja genau richtig, auch diesen Dialog zu führen und da eben auch, und das ist eine Antwort auf eine von diesen Aussagen, wie komme ich denn eigentlich in eine Zusammenarbeit, die zielführend ist, da auch bereit zu sein als Advertiser, sich auch challengen zu lassen. Du hast ja gesprochen von KPIs, die erfüllt werden müssen, die man vergleichbar machen muss, aber auch mal das Gespräch zu führen und offen zu sein, gucke ich mir auch die richtigen KPIs an. Und da in den Dialog zu gehen und da was zu bauen, was natürlich nachvollziehbar und transparent sein muss in Form solcher Verträge. Dankeschön. Benjamin, vielen Dank erstmal für deine Geduld. Du wirst ja schon erwähnt und bist die ganze Zeit noch nicht zu Wort gekommen. Wie positioniert ihr euch in dem Geschäft? Ihr seid ja, Performance Media ist ja eine der ersten und größeren Display-Spezialisten im Markt gewesen oder seid es vermutlich immer noch. Wie ist euer Geschäftsmodell dort aufgestellt? Okay, also wer Performance Media kennt, weiß, dass wir ein bisschen anders ticken als der Markt und sagen, dass wir sozusagen uns quasi vorne im Vertrag auch geregelt vom Kunden bezahlen lassen und keine sozusagen so Dinge machen, die unter den Begriff Kickback fallen. Also wir verkaufen keine Studien, wir machen quasi keine Dinge, die der Kunde von uns nicht weiß. Entschuldigung, ihr gehört auch keinem internationalen Netz, ich glaube, gehört zur Peer-Gruppe, genau. Aber ihr seid kein Teil einer internationalen Netzwerkorganisation. Genau. Unsere Gründer haben sich immer gewundert früher, wie man mit quasi 15% AE 40% Rendite abwerfen kann. Immer so als Anekdote von früher, aber sozusagen immer zurück zum Thema Programmatic, das ist ja das, worüber wir hier reden. Und vielleicht hole ich da nochmal ganz kurz aus, denn wenn man sich fragt, was Programmatic ist, ist das ja eigentlich nichts anderes als ein Weg, quasi Display-Werbung einzukaufen. Und wenn wir jetzt mit Advertisern sprechen und die uns sagen, Mensch, ich möchte jetzt Programmatic machen, das ist jetzt heute nicht mehr ganz neu, aber vielleicht für die eine oder andere noch nicht so ganz ausgereift, dann sagen sie, das muss man doch machen, und dann ist eigentlich die Frage, die wir zurückstellen, wieso, was ist denn das Ziel? Und das Ziel sollte ja immer sein, bessere Ergebnisse zu generieren, als ich das schaffe mit dem Status Quo, beispielsweise mit einem Direct Buy. Und vertriebsorientierte Werbetreibende haben es da deutlich leichter als quasi Brand Advertiser wie die Maike Abel von Nestlé, weil die können halt die KPIs am CPO halt ablesen, und da sehe ich, ob der CPO besser ist oder schlechter. Und erfahrungsgemäß ist es fairerweise so, dass im Programmatic die Ergebnisse noch zum Großteil schlechter sind als über Direct Buys. Warum ist das so? Weil die zusätzlichen Kosten, die ich halt aufgrund der Infrastruktur habe, die Vorteile, die vielleicht Datenpunkte mitbringen, kaputt mache. Und zwar muss ich die DSP bezahlen. Der Werbeträger muss die SSP bezahlen. Ich muss vielleicht eine DMP bezahlen, mit der ich die Daten haushalte, das ja heute jetzt in Version 2.0 CDP heißt. Dann brauche ich noch ein Ad-Verification-Tool, denn wenn ich irgendwo in der Open Auction rumlaufe, das ist ja so wie ein Kind irgendwie ein Maschinengewehr in die Hand geben, dann muss ich auch davon ausgehen, dass da mal ein Schuss losgeht und man vielleicht irgendwo landet, wo man nicht landen möchte. Das heißt, das muss ich verhindern. Dann, worum es eigentlich geht, beim datengetriebenen Marketing muss ich Daten kaufen, und vielleicht hat der eine oder andere schon mitbekommen, was Amazon für ein Daten-TKP nimmt. Die sind so im mittleren zweistelligen Cent-Bereich. Und damit ist es durchaus schwer, gute Ergebnisse zu liefern. So, und unser Ansatz ist, dass wir versuchen, mit einer Meta-DSP, das hat der Nico ja eben schon angedeutet, unterschiedliche DSPs zu bedienen und dann die individuellen Vorteile jeder DSP zu nutzen, ja, und dann zu gucken, ob man halt besser rauskommt oder nicht. So, zum Thema Transparenz ist es so, wir sehen halt oder wir beobachten im Markt, dass es so, ja, wenn man es versucht mal zusammenzufassen, eine formale Transparenz gibt und eine normative Transparenz. Ja. Und formale Transparenz heißt, ich sage dir, dass ich dir was halt nicht sage. Das andere lasse ich jetzt mal so stehen. Aber unser Anspruch ist, dass die Kunden bei uns halt zu jedem Zeitpunkt wissen, was gekauft wird. Okay. So, dann vielleicht, ja, mach ruhig, habe ich noch 10 Sekunden, zum Thema Unwissenheit im Markt. Das ist auch ein Thema, was wir häufig beobachten, dass Kunden zum Teil noch Luft nach oben haben in der Ausbildung in Bezug auf Programmatic und was dahinter steckt. Und da ist schon die Aufgabe, die jeder Werbung Treibende für sich selber mit nach Hause nehmen muss,
dieses Verständnis zu schärfen und den Angeboten, die da sind, mal unter die Haube zu gucken und zu gucken, ob auch das verstanden wird, was drin ist. Denn ein bisschen wie an der Börse ist mir auch gut beraten, Dinge, die man nicht versteht, nicht zu kaufen. Ja, oder wenn ich das Auto, wenn mein Auto kaputt ist, fahre ich zur Werkstatt, der ich vertraue, damit die mir nicht nochmal irgendwo einen Schlauch abschneiden, der dann teuer bezahlt werden muss. Genauso ist es im Prinzip auch in der Zusammenarbeit mit Agentur. Da ist wichtig, dass man Vertrauen hat und dass man gemeinsam quasi den Weg des Learnings da zusammen geht. Okay. Die Maike Abel hat vorhin in dem Gespräch ja auch von dem überladenen Wertschöpfungskette gesprochen und von ihrer Wasserfallbetrachtung, wo denn eigentlich wie viel Cent eigentlich vom investierten Euro denn überhaupt in der Kommunikation ankommt. Und das Dilemma, was viele immer wieder nennen, sind zum Beispiel, dass die heutigen Pitches, die so aufgestellt sind, dass sie halt sehr stark auf die Fee-Dimension und auf die absolute Kostendimension halt trachten, dass die sich in einem sehr klassischen Oldschool-Vergabeverfahren den programmatischen Ansatz eigentlich gar nicht begünstigen, sondern die müssen, das war ja auch dieses eine Zitat, die müssen das non-disclosed Inventar bevorzugen, weil dann habe ich ja mehr oder weniger selbst die Freiheit, die Preisobergrenze festzulegen und dann kriegst du halt das, was du bereit bist zu zahlen. Wie erlebst du denn die Pitch-Situation heute bei, jetzt vielleicht nicht bei E-Commerce-Advertisern, die können das, klar, die haben einen strukturellen Vorteil, aber gerade so im FMCG, im Pharma, im Automotive-Bereich, also alle, die keinen direkten, deterministisch bestimmbaren Endkundenkontakt haben. Ist in der Tat unterschiedlich und hat sich relativ stark entwickelt. Also es gibt halt inzwischen keine Standardmodelle, die man für jeden Kunden überstülpt, sondern es ist immer sehr individuell und die Art der Verhandlung hängt immer davon ab, wie stark der Einkäufer auch digital involviert ist. Ja, wenn jetzt beispielsweise der Fachbereich genau versteht, welche Arbeiten und welche Kosten halt in welchem Bereich anfallen und der Einkäufer das sozusagen teilt, dann ist man schon gut dabei, einen sinnvollen Vertrag und eine sinnvolle Vergütung zu stricken, wo der Kunde weiß, was er bezahlt, auch bereit ist, die Leistung zu bezahlen, aber auch versteht, dass man als Dienstleister natürlich nicht nur Geld wechseln möchte, sondern auch ein bisschen Geld verdienen möchte. Ja, nicht überproportional, aber zumindest ein bisschen was für seine gute Arbeit möchte man auch verdienen. Und wir haben ja den Anspruch, dass unsere Arbeit, das Geld auch mit Abstand halt wert ist. So, auf der anderen Seite kann es natürlich passieren, dass ein Einkäufer sehr dominant ist, der aber mal heute Brötchen einkauft, morgen Bleistifte und dann übermorgen Media, dem ist halt... Gibt es das noch? Also nur um klar zu haben, wie... Also vom Gefühl, ist mir das schon mal passiert, ja. Und dann hat man natürlich schon ein großes Problem, diesen Menschen auch die Hintergründe so darzulegen, dass das verstanden wird. Und da sind wir durchaus auch schon mal gescheitert. Und da müssen wir sagen, wenn quasi die prozentualen Vergütungssätze im Beispiel dem Fettanteil von einer Halbfettmilch irgendwie entsprechen, dann müssen wir halt sagen, dass das für uns halt ein Produkt ist oder ein Angebot. Halbfettmilch für diejenigen, die nicht regelmäßig einkaufen, hat 1,5%? 1,5, Vollmilch haben wir auch schon mal gehört, 3,5 beispielsweise. Ja, wenn man da sehr viel Handwerk drin hat, da kann keiner für arbeiten. Zumindest nicht ohne Verlust zu erleiden. Und das macht halt ein Wirtschaftsunternehmen typischerweise nicht. Mal kurz rübergeflankt ist, Julian, du hast vorhin genickt. Ich konnte das nicht so richtig interpretieren. Aber Habe ich auch schon mal gehört, ja. Ja, haben wir ausreichend fachlich, das ist ja eine polemische Frage, haben wir ausreichend Fachlichkeit im Durchschnitt der Advertiser-Procurement-Abteilung? Also ich würde es jetzt mal... Das kommt sehr drauf an. Ich glaube, wir haben in den letzten 2 Jahren an Wissen aufgebaut. Also der Advertiser hat dort Wissen aufgebaut und das ist gut so. Und ehrlich gesagt finde ich auch, wenn wir jetzt mal über diesen UWM-Vertrag sprechen, in Kombination mit einem dann doch immer größeren Anteil an Programmatic Advertising, und da nehme ich jetzt mal das ganze Thema, alles was sozusagen Self-Service, Facebook, GDN, was auch immer, all das packe ich jetzt mal sozusagen in eine Tüte und sage, all das führt im Moment dazu, dass Verträge kritisch hinterfragt werden, und zwar von beiden Seiten. Also es ist oftmals natürlich ein regelmäßiger Turnus, in dem ein Kunde einen Vertrag überprüft. Es ist aber inzwischen auch so, dass einige Agenturen, und dann nehme ich uns jetzt mal gar nicht aus,
in den Diskurs mit einem Kunden gehen und sagen, lieber Kunde, Programmatic war zu der Zeit, dass wir einen Vertrag geschlossen haben, so in der Form nicht Teil dessen, was wir da haben. Wenn du jetzt weiter Programmatic so machen musst, dann musst du das auch bezahlen, weil das sind andere Aufgaben, die da auf eine Agentur zukommen oder die vielleicht auch auf dich als Werbetreibender zukommen, als wir die früher hatten. Und dieser Diskurs ist gut. Ob dieser Diskurs jetzt, und dieser Diskurs wird heute noch, so ist jetzt meine Erfahrung, noch immer in der Regel mit dem Fachbereich geführt und dann irgendwann mit dem Procurement. Und ich glaube, auf einer Fachbereichsebene sind wir inzwischen so, dass die allermeisten im Fachbereich relativ genau wissen, was da zu tun ist, wie viel Aufwand da dahinter steht und auch einschätzen können, dass man von der Halbfettmilch da nicht leben kann und man für so etwas auch einen anderen Satz verlangen muss. Das hat jetzt gar nichts mit dem Agency Trading Desk zu tun, sondern es hat was mit der grundsätzlichen Zusammenarbeit zu tun. Beim Procurement sieht es dann, ehrlich gesagt, oftmals anders aus. Und da ist es dann oft auch nochmal eine Frage, ob das jetzt ein internationaler oder nationaler Kunde ist. Also je internationaler es wird, desto schwieriger wird es oftmals. Und ich glaube, das ist so, also ich glaube, keine Agentur verwehrt sich dieser Diskussion, weil sie selber merken, dass sie da gerade massiv investieren müssen und mussten und feststellen, dass wenn sie dort, wenn sie im programmatischen Bereich eine entsprechend leistungsfähige Arbeit abliefern wollen, brauchen sie einen anderen Satz. Jetzt könnte man ja die ketzerische These aufstellen, dass es dafür jetzt vielleicht schon noch zu spät ist. Jetzt haben wir vorhin Maike alle zugehört, die ist ja noch verhältnismäßig defensiv im Insourcing, sondern einfach nur eine fachlichere Aufteilung, eine Matrixorganisation. Und wenn man jetzt so die, gerade auch so die angelsächsische Presse liest, da redet man von der Disintermediation, also dass die Mediaagentur vollkommen aus der Wertschöpfungskette rausgenommen wird. Gestern ist in der deutschen Presse das neue Telekom-Modell breit vorgestellt worden, vor zwei Wochen schon in England, wo es ein ganz neues Operating Model gibt, wie der Advertiser deutlich mehr die Strategie, aber auch die Bewertung und Steuerung in die Hand nimmt und deutlich feiner gesteuert die Agenturen anspricht. Jetzt, du hast es vorhin auch schon erwähnt, Jenny, jetzt könnte man ja vermuten, dass sich auch viele Advertiser sich anderen Heilsbringern anschließen, die dann aus einer anderen Perspektive, eher aus der Technologiekompetenz kommt. Also ich meine damit ganz so die Berater mit Technologiehintergrund, die gleichzeitig auch noch Agenturen gekauft haben, um auch noch Operations abbilden zu können. Wie seht ihr das? Also gerade jetzt mal an die zwei Advertiser-Vertreter hier in der Runde gefragt. Also ich persönlich habe mit dem Beratermodell oder mit dem Beratertrend noch nichts zu tun gehabt, kriegt das so mit, dass sie sich da offensichtlich ganz, ganz gut durchsetzen. Ich finde, das ist ein fairer Pitch, also ein Berater kann sich als Beratungshaus ja auch über seine Technologiekompetenz eine Mediakompetenz aufbauen und dann je mehr auch letztlich der Mediaspend immer mehr in die Google und Facebook und Amazon Welt hinwandert, desto einfacher ist vielleicht auch so ein Modell zu fahren. Insofern finde ich das erstmal aus Advertiser-Sicht in Sachen Wettbewerb eigentlich wünschenswert. Schadet ja nicht. Wie siehst du das, Jenny? Also ich glaube, es entspricht auch tatsächlich dem Grundtenor, dass die Leute halt offen bleiben und ist ganz logisch aus Advertiser-Sicht, dass man sich dem Besten am Markt aufschließt. Also wenn es tatsächlich so eine Verschiebung geben würde, dass ein Consultant-Unternehmen da besser berät und mir eine bessere, ja, also im Endeffekt, wie gesagt, am besten mein Ziel erfüllt, dann ist es nachvollziehbar. Ich weiß aber auch, dass es nicht gewünscht wird. Also ich glaube, die Leute würden es tatsächlich gerne weiter sehen, sonst würden wir ja auch nicht wirklich jährlich immer wieder dieses Thema aufmachen, dass die Agenturen in ihre Rolle wirklich wieder ganz deutlich zurückschlüpfen sollten. Also was ja kein rückwärtsgewandter Weg ist, sondern eigentlich schon wieder vorwärts. Aber es wird halt nicht gemacht. Das ist so wahrscheinlich hängt man so ein bisschen in der Mitte gerade. Ja, man hängt so fest und hat sich daran gewöhnt, über andere Modelle, andere Produkte im Haus auch Geld zu verdienen. Man gewöhnt sich ja ans Geld verdienen an bestimmten Stellen. Aber mal neue Modelle zu entwickeln, wie ich vergütet werden kann. Ich weiß nicht, wie viele Diskussionen du hast mit irgendwelchen Kunden, dass man mal ein ganz anderes Modell fährt. Also ich habe es damals probiert, mit der Agentur mal von dieser Prozentregelung wegzukommen, weil schon alleine Prozentregelung
Prozent von ist, macht Tür und Tor auf für, kann vielleicht nicht auf meiner Seite arbeiten, weil er möchte ja Prozent von haben. So, also vielleicht gibt es da einfach andere Modelle und das bedienen meines Erachtens diese Consultancy-Firmen. Die sagen halt, na, wir haben einen Tagessatz XY, der ist brachial, da würde wahrscheinlich, ne? Aber das ist irgendwie so greifbar, wahrscheinlich dann für das Thema Beratung. Und dann haben die halt einen gesonderten Teil, das ist dann halt Tech. Also vielleicht ist es für die Leute dadurch interessant, dieses Setup sich anzugucken. Wo die Reise hingeht, kann ich nicht sagen. Also dazu stecken wir zu sehr drin und haben auch immer noch dieses Inhouse. Es kommt immer noch so parallel mit dazu, also wie das zum Schluss aussieht. Aber ich glaube, es ist nicht gut, in der Mitte hängen zu bleiben. Das ist, denke ich, ist keine gute Empfehlung für eine Mediaagentur heute. Das kann ja nur über das Thema Leistung gehen. Ja. Also Leistung, Medialeistung ist ja nicht, ich kaufe irgendwie Ad-Impressions ein zu einem Preis und dann verhandeln wir den. Das ist sicherlich Teil des Ganzen. Aber was macht die Leistung aus? Ja, ich möchte, du hast vorhin angesprochen, Endkundenkontakte, also ne, klassisch aus dem Performance-Bereich. Da kennt man das, auch leistungsorientierte Vergütung. Wir sagen jetzt die ganze Zeit immer, setzen wir gleich mit Programmatic Undisclosed, das ist ja Quatsch. Also warum kann ich nicht hergehen und kann einen kompletten Mediaplan programmatisch abbilden und den komplett auf Leistung ausrichten? Was ist die Leistung? Die Leistung ist die Erreichung meiner Zielgruppe mit der gewünschten Frequenz und mit der gewünschten Werbewirkungschance in Form von Umfeld- und Formatkombination. Warum kann ich mich zum Beispiel nicht daran messen lassen? Das finde ich einen guten Punkt, wie, weil wir so langsam zu Ende kommen müssen, deshalb hätte ich gerne von euch ein prägnantes Abschlussstatement, wenn wir sagen, die leistungsorientierte Bewertung werden in Zukunft in den nächsten Jahren besser vornehmen können. A, die Advertiser-Seite selbst, B, eine neue Generation von Media-Agenturen oder C, die New Kids on the Block aus der technologiegetriebenen Beraterwelt. Wer mag denn anfangen? Benjamin, fang du mal an. Okay, ja, muss ich auch noch mal kurz. Kurz und prägnant. 10 Sekunden. Sonst Julian springt sofort. Also, ich glaube, eine Leistungsbewertung nimmt halt am Ende der Kunde wahr, ja, weil der bezahlt ja das Geld und der hat die Mediagelder, die er verteilen möchte und damit seine Ziele erreichen möchte. Wem am Ende das Geld gibt, das entscheidet sich danach, das hat Jenny gerade gesagt, wer das beste Angebot formuliert oder wo quasi mal salopp gesprochen das meiste rauskommt für den Kunden. Unser Anspruch ist, dass wir das sind, ja, weil sozusagen nur, wenn man was berät, hat man nicht in der Tiefe Media verstanden. Das sehen wir auch bei den Unternehmensberatern, die wir zu uns holen, also die wir rekrutieren halt auch aus Beratungen. Das ist eine Kombination aus A und B? Könnte eine Kombination aus A und B sein, ja. Aber wir kämpfen dafür, dass es halt wir sind. Okay, danke schön. Daniel. Also das ist jetzt nicht überraschend, dass ich das ähnlich sehe, dass natürlich da auch ein neuer Typ von Agentur auch ganz klar entsteht. In welchen Kombinationen vielleicht auch mit einem C, keine Ahnung, kann sein, dass das ja auch ineinander wächst. Aber ich sehe ganz klar auch die Advertiser-Seite gefordert, da auch unbequem zu sein, eigene Bequemlichkeit zu überwinden. Und auch unbequem im eigenen Unternehmen zu sein und sich da auch mit dem Purchasing zum Beispiel da entsprechend auseinanderzusetzen. Ich glaube, da würden wir jetzt alle nicken. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. Jenny? Ich nicke. Also das ist für mich ABC schwierig. Also dieses Know-how muss auf allen Schultern verteilt sein, die mit mir mein Ziel verfolgen. Punkt. Okay. Dankeschön. Ja, ganz klar, der Advertiser, die Agentur darf den Advertiser nicht führen, sondern umgekehrt wird ein Schuh raus. Sehr schön. Dankeschön. Julia? Ja, ich würde gerne mit einer Antwort. A, B oder C? Ja, gibt's nicht. Ich glaube, die allermeisten Pitches, die ich in den letzten 6 Monaten gesehen habe, sind keine Pitches auf Prozent von Volumen mehr, sondern es sind reine FTE-Pitches. Also Pitches auf. FTE, das ist auch eine Kostendimension, die ist nur nicht variabel, sondern fix. Naja, also der Berater verlangt ja auch einen Tagessatz. Also, ich sage ja nicht, dass das Beratermodell besser ist. Richtig, aber das ist das etwas, was inzwischen gefordert wird, dass man sozusagen die Menschen bezahlen möchte und nicht mehr 1% von irgendeinem Media-Spend. Was ich grundsätzlich richtig finde, und ich glaube, da bewegen wir uns alle hin. Das heißt also, nicht nur der Berater bewegt sich in die Media, sondern auch die Media-Agenturen bewegen sich in den Beratungsbereich. Weil ehrlich gesagt, dieses Thema, über das wir hier sprechen, ist ein Beratungsthema. Ja, das wäre ja sehr wünschenswert. Vielen Dank, Julian. Das war auch ein schönes Schlusswort. Auch wenn es nicht ABC war, ich glaube, die größten gemeinsamen Nenner hatten wir im Bereich, dass der Advertiser mündiger werden muss. Der muss das Heft in die Hand nehmen und du hast gesagt, der muss auch unbequem sein. Unbequem kann ja auch sein, dass wir auch unbequeme Fragen stellen untereinander und vor allen Dingen einen möglichst fachlichen Austausch transparent wie möglich führen. Vielen Dank für eure Bereitschaft, das heute zu tun und ich freue mich auf die nächste Diskussion mit euch. Dankeschön. Applaus